Es wird ein großes Fußballfest am Freitagabend im Planet Pure Stadion in Lustenau. Jetzt ist es vorbei, die 83 Tage dauerte die Winterpause in der zweiten Liga von Österreich. Zum Frühjahrsstart kommt es zum großen Ländle-Derby zwischen der Lustenau Austria und FC Mohren Dornbirn. Grüß Gott und herzlich willkommen im Vollertee-Studio in Schwarzach. Ich darf ganz herzlich begrüßen. Es ist mir eine ganz große Freude und Ehre vor allem, weil ich bin ja auch ein Grün-Weißer. Bernd. Sehr gut. Bernd Bösch heute im Vollertee-Studio in Schwarzach im Medienhaus. Wie gesagt, am Freitag geht's los. Eigentlich ist es schon losgegangen für euch mit dem großen Highlight gegen die Tiroler. War auch schon ein großes Fest bei kalten Temperaturen. Aber am Freitag werden viele tausende Zuschauer ins Planet Pure Stadion kommen. Ja, das hoffen wir sehr, vor allem weil die Mannschaft ja wirklich Appetit gemacht hat auf dieses Spiel mit dem großartigen Sieg gegen Wattens. Wir stehen jetzt vor zwei wirklichen Highlights für Fußball Vorarlberg, nämlich dieses Derby und dann nachher natürlich auch das Halbfinale, das wir bestreiten werden gegen Wacker Innsbruck. Ich glaube, wir haben die zwei Fußball-Großereignisse des heurigen Frühjahrs in Lustenau und freuen uns riesig darüber. Mhm. Zu deiner Person, Bernd Bösch, ist seit 1. Jänner hauptamtlich beschäftigt bei der SC Austria Lustenau. Was sind so an einem Tag die Aufgaben, die auf dich zukommen? Ja, wir sind jetzt natürlich voll beschäftigt mit der Lizenzierung. Also da geht es darum, die finanzielle Situation zu klären, Sponsoren zu verlängern und neue Sponsoren zu finden. Das ist derzeit eine meiner Hauptaufgaben und natürlich braucht es für diese zwei großen Spiele auch besondere Vorbereitungen. Wir kommen zurück zum Sportlichen. Am Freitag geht's los, endlich. 19.10 Uhr, Planet Pure Stadion, großes Derby. Austria Lustenau ist der Favorit wahrscheinlich, oder? Sie sind Fünfter in der Tabelle, FC Mohren Dornbirn ist Achter. Ich glaube, ein Derby ist zu vergleichen mit einem Cupspiel. Da kann man nie sagen, wie es dann wirklich ausgehen wird. Natürlich hatten wir jetzt einen starken Auftritt gegen Wattens, aber Dornbirn hat eine sehr gute Herbstsaison gespielt. Sie haben im Spiel gegen uns nichts zu verlieren und werden sicher auch alles tun, um ein gutes Spiel zu liefern und Punkte mitzunehmen. Unsere Mannschaft wird Kampf und Leidenschaft brauchen und die hat sie auch, weil sie natürlich voll motiviert ist jetzt mit diesem guten Start gegen Wattens, um wirklich auch erfolgreich zu sein. In der Meisterschaft ist die Lustenau Austria 20 Jahre, wartet man schon, dass man zurückkehrt in die Bundesliga. Wir wünschen das der Fußballfamilie in Vorarlberg sowieso schon lange, dass es so weit kommt. 15 Punkte Rückstand aktuell auf den Spitzenreiter Ried nach der langen Winterpause. Die ersten zwei Plätze sind eigentlich schon vergeben. Oder wie sieht es der Bernd Bösch, die Meisterschaft im Frühjahr für Austria Lustenau? Natürlich kann es mit dem Aufstieg nicht schnell genug gehen, aber man muss realistisch sein. Im heurigen Frühjahr wird es sehr schwierig. Da müsste wirklich gar alles passen und gut laufen für die Austria. Aber wir werden uns jetzt im Frühjahr neu formieren mit dieser neu zusammengestellten Mannschaft und wollen dann im Sommer wieder voll angreifen können. Die Zielsetzung für das Frühjahr aus sportlicher Sicht, Platz 3? Ich glaube, ein Platz unter den ersten dreien ist in Reichweite. Das ist möglich. Vor allem ist es aber wichtig, dass sich die Mannschaft gut findet und begeisternde Spiele liefert, damit der Verein voll motiviert weitermachen kann. Das erste Derby im Juli letzten Jahres endete 3:1 vor der Rekordkulisse. 6.000 Fans in Dornbirn, jetzt am Freitag in Lustenau. Wäre natürlich auch schön, wenn man wieder 5.000 bis 6.000 Zuschauer im Stadion sehen könnte. Das erste Derby in Dornbirn war wirklich ein Fußballfest. Ich glaube, auch das war das Highlight des vergangenen Herbsts im Vorarlberger Fußball. Wir haben damals 3:1 gewonnen, ein gutes Spiel geliefert. Da werden wir gerne wieder dran anknüpfen. Ja. Die wahrscheinlich wichtigste Frage aus sportlicher Sicht stellt sich, wie schaut es um den Kapitän und Torschützenkönig der letzten Jahre aus, Ronny Waldo? Anfang Jänner hat eine Leisten-OP unterzogen, sich in München. Wie schaut es aktuell aus? Glaubst du, dass Ronny Waldo am Freitag auflaufen wird? Ja, das ist wahrscheinlich noch zu früh. Ronny Waldo wird heute ins Mannschaftstraining einsteigen.
Aber ich glaube, mit einem Spiel wie das Derby gegen Dortmund ist, wird er jetzt nicht gleich starten können. Also vielleicht als Jolly Joker oder vielleicht die letzten 20, 30 Minuten wird er dann mit seiner Routine der Mannschaft noch... Das werden dann das Trainerteam und Ronny Walder selbst miteinander entscheiden. Aber uns ist wichtig, dass er langsam und sicher aufgebaut wird. Wir wollen kein Risiko eingehen mit Ronny Walder. Wir brauchen ihn im Frühjahr, vor allem auch für das wichtige Cup-Spiel und vielleicht auch für ein mögliches Finale. Bei der Jahreshauptversammlung hat der Bernd Bösch gesagt, vor toller Kulisse im Glashaus, dass es vielleicht schon gut ausschaut, dass der Ronny Walder für die nächsten zwei Jahre bei der Austria Lustenau spielen wird. Wie schaut es da aktuell aus? Was ist momentan der Stand bei Ronny Walder? Ja, uns kann es da natürlich nicht schnell genug gehen. Vielleicht gibt es da in dieser Woche noch eine Überraschung. Schauen wir mal. Beim FC Dornbirn, die bangen um den Innenverteidiger Anes Omerovic. Der hat auch eine Jochbeinverletzung. Der wird wahrscheinlich auch fehlen. Also könnte dann der Gegenspieler von Ronny Walder auch nicht spielen. Das wäre natürlich für FC Mohren Dornbirn auch eine enorme Schwächung, speziell in der Abwehr. Das sehe ich auch so. Das wäre wirklich ein Wermutstropfen, weil er einen sehr guten Herbst gespielt hat. Ja. Hat ja auch die Austria, glaube ich, einmal Interesse gezeigt an Anes Omerovic. Ja, er ist ganz sicher ein interessanter Spieler, auch für uns. Ja. Gibt es natürlich auch Spieler, die am Freitag besonders sich ins Zeug legen werden? Weil bei der Austria Lustenau, da ist der Dario Grujicic und der Lukas Kartnik, die einmal mit Dornbirn in der Vergangenheit gespielt haben. Und der Christopher Drazen und der Timo Friedrich, die spielen jetzt beim FC Mohren Dornbirn. Besonders der Christopher Drazen könnte wahrscheinlich 150% geben am Freitag gegen den Ex-Club Lustenau. Ich glaube, bei so einem Spiel mit solchen Voraussetzungen, da wollen alle 150% geben. Da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich muss man auf Christoph Drazen aufpassen. Er hat gezeigt, dass er Stärken hat, als er bei uns war. Ja. Wenn wir die zwei Mannschaften vergleichen, Austria Lustenau mit einem Budget von fast 3 Millionen Euro, FC Mohren Dornbirn 900.000 Euro, eigentlich spricht alles für die Austria. Ja, man sagt immer, Geld schießt keine Tore. Natürlich haben wir eine starke Mannschaft, aber wie schon gesagt, ein Derby hat seine eigenen Gesetze und eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, kann frei drauf losspielen. Also das ist eine sehr spannende Ausgangslage und völlig offen. Wenn man die aber sehr interessant für die Zuschauer. Wenn man die Sponsorenseite hernimmt, wird es natürlich immer schwieriger, speziell weil auch Cashpoint SC Altach seit 8 Jahren in der Bundesliga spielt, um das 3-Millionen-Budget eigentlich zu bewerkstelligen. Oder? Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe mich auch aus diesem Grund dafür entschieden, das jetzt hauptberuflich zu tun, weil wir da einfach mehr Power brauchen und vielleicht noch mehr Nachdruck, als das in der Vergangenheit möglich war. Aber wir sind sehr optimistisch, dass das gelingen wird, auch dieses Budget fürs nächste Jahr zu stemmen. Der Offensivkünstler, der Marcel Kanadi, ist am letzten Tag der Winterübertrittszeit zum Ligakonkurrenten Amstetten gewechselt. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Tirol hat dann der Trainer Roman Mehlich gesagt, er wüsste eigentlich gar nichts davon. Man hat ihm nichts davon gesagt. Das war eigentlich die schlechtere Seite sportlich gesehen. Was sagt jetzt viele Tage später der Bernd Bösch dazu? Ja, die Sache ist mittlerweile ausgeredet und abgehakt. Wir konzentrieren jetzt uns auf die großen Aufgaben, die vor uns stehen. Haben auch gelernt, dass manches besser laufen muss in der Kommunikation. Also das ist Schlussstrich und das wird ja. So. Ja. Die Lustenauer Austria lebt, das habe ich selber live gesehen bei der Jahreshauptversammlung. Das ist ein volles Glashaus gewesen vor 2 Wochen. Hat man eine Bilanz gezogen, 430.000 Euro der Schuldenstand der Austria. Die Forderungen von Hubert Nagel wahrscheinlich auch noch ein bisschen offen. Wie schaut es da in diese Richtung aus, Bernd? Das ist eine finanziell angespannte Situation, dass man das schnell auf die Seite schieben kann. Für uns ist wichtig, dass wir die Budgets für die 2 kommenden Jahre mit einem positiven Ergebnis budgetieren können. Das heißt, es ist kein Fass ohne Boden. Natürlich haben wir derzeit einen finanziellen Engpass, aber
von der Perspektive auf die nächsten Jahre her sind wir überzeugt davon, dass wir das regeln können. Mhm. Bei der Jahreshauptversammlung hast du gesagt, man hat keine Transfererlöse in der letzten Saison lukrieren können, will aber jetzt mit speziellen Aktionen, auch mit den Mitgliedern, das wieder ins Positive umsetzen. Ja, da sind wir in Vorbereitung und das werden wir präsentieren, sobald das fertig ist. Ich glaube, dass wir als starker Verein, der so verankert ist, das hat man bei der Jahreshauptversammlung gesehen, auch aus dem eigenen Bereich finanzielle Mittel lukrieren können mit guten Aktionen. Das haben wir in der Vergangenheit schon gehabt und gezeigt, dass das möglich ist. Und da wollen wir anknüpfen. Das hast du auch bei der Jahreshauptversammlung gesagt, dass man gemeinsam das schaffen kann und auch wird. Speziell die Austria ist immer schon ein Verein gewesen, der mit neuen Ideen auch finanziell erfolgreich war. Und ich glaube, da ist noch vieles möglich. Hast du auch angesprochen bei der Jahreshauptversammlung, es gibt eventuell einen neuen Hauptsponsor mit Impuls. Hat es positive Gespräche gegeben, dass man da in Sachen Sponsoren große Schritte oder Akzente setzt in der Zukunft? Wie schaut es da momentan aus? Ja, die Firma Impuls hilft uns dabei, Sponsoren zu finden. Und da sind wir auf gutem Weg, zusätzliche neue Sponsoren, vielleicht auch einen Co-Hauptsponsor zu finden und den in den nächsten Monaten zu präsentieren. Es gibt bei der Lizenzeinreichung bis 3. März, die Zeit drängt, gibt es neue Bundesliga-Richtlinien, wie du auch schon das den Mitgliedern mitgeteilt hast, muss man auch bei der Südtribüne Baumaßnahmen angehen und umsetzen. Ja, wir haben jetzt einmal angesucht beim Aufsichtsrat der Liga, dass wir auf Sofortmaßnahmen, also Baumaßnahmen, die sofort zu setzen sind, dass wir da noch drum herum kommen, weil es natürlich niemand verstehen würde, wenn wir jetzt so ein großes Spiel haben mit einem Zuschaueransturm, wie das mit Innsbruck zu rechnen ist. Da werden auch viele Leute aus Innsbruck kommen und natürlich die Gästetribüne wird voll besetzt sein. Und wir müssten sie ja verkleinern und dann überdachen. Und das macht derzeit einfach keinen Sinn, 3 Wochen vor so einem großen Spiel. Und ich glaube, dass da der Aufsichtsrat auch Verständnis haben wird. Okay, also in dieser Sache wird die Südtribüne derzeit nicht überdacht werden bis zur Eingabe der Lizenz am 3. März. Also es wird auf keinen Fall jetzt vor dem Spiel gegen Innsbruck. Das ist am 4. März. Wenn wir dann nachher die Verpflichtung auferlegt bekommen, das zu tun, dann werden wir das machen. Das ist in ein paar Tagen machbar vom Organisieren und Bauen her. Aber wir sind natürlich wie immer so sparsam wie möglich. Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, sparen wir uns das. Weil in den letzten Jahren hat die Austria Lucerne immer das Ausweichstadion in der Cashpoint-Arena angegeben für die Bundesliga-Lizenz. Das ist nach den neuen Richtlinien leider nicht mehr möglich, oder? Das ist nicht mehr möglich. Da gibt es neue Bestimmungen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir einen Nachlass in den Anforderungen bekommen, weil wir ja auch ein Stadionprojekt vorweisen können, das mittlerweile auf gutem Weg ist. Eben, du hast es jetzt angesprochen, das Stadion, der Neubau in Planet Pure Stadion. Wie sieht es derzeit aus mit dieser Situation? Ja, da läuft jetzt die Einreichplanung. Das wird uns jetzt im Jahr 2020 beschäftigen. Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich zu einer Bauverhandlung dann kommen können, dass das Projekt baureif gemacht wird. Das ist die große Aufgabe dieses Jahres. Also die nächsten Monate Planung des Neubaus? Planung in Abstimmung mit der Gemeinde und dem Architektenteam, das Vorwärtsbringen und dieses Wohnzimmer für den Fußball in Lucerne auf den Weg bringen. Und der Baustart könnte dann 2021 sein? Wenn alles gut läuft, dann kann es im Jahr 2021 erste Baumaßnahmen geben. 2022 wäre in dem Fall dann das Jahr, wo wirklich die Großbaustelle dann abgewickelt wird. Also könnte der Besucher dann im Planet Pure Stadion 2022 ein neues Schmuckstück in Lustenau sehen? Ja, 2022 ist eher noch eine Baustelle, aber das muss man sich auch noch anschauen, wie sich das in Etappen bauen lässt, damit über einen möglichst langen Zeitraum auch ein Spielbetrieb möglich ist. Gibt es natürlich auch viele Nachwuchsmannschaften bei der Austria Lustenau und
zwei Kampfmannschaften. Der Trainingscampus im Schweizer Ried ist auch ein Wunschdenken oder Wunsch von Austria Lustenau. Wie sieht es hier aus? Ja, das ist ein Projekt, das vor allem für die ganze Gemeinde wichtig ist. Wir haben ja zwei große Fußballclubs, die dann in diesem Nachwuchszentrum eine gemeinsame Heimat finden würden. Da laufen auch die Vorbereitungsarbeiten. Spätestens, wenn dann Baumaßnahmen in Bezug auf Rese im Rheinvorland gesetzt werden, brauchen wir als Gemeinde natürlich dringend Möglichkeiten, dass die Kinder und Jugendlichen nach wie vor Fußball spielen können. Bis wann könnte hier eine Entscheidung getroffen werden beim Trainingscampus? Ja, es ist jetzt so, dass am Sportplatz Wiesentrain einmal ein erstes Bauwerk erstellt wird, nämlich ein neues Trainingsgebäude für den Trainings- und Spielbetrieb im Wiesentrain. Das ist ein erster Schritt in Richtung Nachwuchskonzept, weil die zwei Plätze am Wiesentrain ja eine wichtige Funktion in diesem Nachwuchskonzept auch haben werden. Eben, der Nachwuchs hat bei der Austria Lustenau einen hohen Stellenwert. Gibt es viele gute Mannschaften, speziell auch im U16, U18-Bereich, wo landesweit schon Erster geworden sind und immer vorne mitspielen. Also da gibt es viele Talente in den nächsten Jahren, vielleicht auch für die erste Kampfmannschaft. Es gibt viele Talente in beiden Vereinen und darum ist es einfach wichtig, dass auf neue Beine zu stellen mit diesen neuen Möglichkeiten, die es dann im Nachwuchszentrum geben wird. Ich glaube, da sind auch Kooperationen unter diesen zwei Vereinen möglich, wo es darum geht, sportlich vielleicht noch erfolgreicher zu sein wie in der Vergangenheit und gleichzeitig für möglichst viele Kinder Angebote zu schaffen, dass sie sich sportlich betätigen können. Speziell auch bei der Austria Lustenau Amateure in der zweiten Kampfmannschaft mit dem Trainer Harald Dürr, die wo heuer in der VNAT Elite-Liga spielen, gibt es viele junge Talente, eigentlich wo noch U18 spielen könnten oder U16. Denen gehört natürlich die Zukunft. Für uns war schon die Qualifikation für die Elite-Liga ein Riesenerfolg und das Auftreten dieser ganz jungen Mannschaft ohne bezahlte Spieler war sensationell jetzt im Herbst. Sie haben 16 Punkte gemacht und sind nach wie vor dabei und bereiten sich jetzt gut aufs Frühjahr vor. Also da kann man einiges erwarten, auch vielleicht einmal für ganz oben dann. Zurück zum Sportlichen, Bernd Pösch aus der Lustenau. Ein Sieg fehlt noch, dann fährt man am 1. Mai, oder die Mannschaft wird einen Tag früher anreisen, nach Klagenfurt zum großen Cupfinale. Entweder gegen Red Bull Salzburg oder LASK Linz. Also man müsste am 4. März, das wird wahrscheinlich auch wieder ein Knüller werden, um 18 Uhr, Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, Pflichttermin für alle Fußballfans. Sieg gegen Tirol, Wacker Innsbruck, dann? Ja, ich sage jetzt so, es fehlen uns noch zwei Siege, dann sind wir in der Euroleague. Träumen darf man ja. Das hört sich noch besser an. Aber das Spiel gegen Tirol, das ist auch 50-50. Es ist ein Cupspiel. Jeder Ausgang ist möglich. Wacker Innsbruck hat in St. Pölten gewonnen. Wir haben gegen Wattens im Elfmeterschießen gewonnen. Also wir müssen zuerst einmal diese Hürde nehmen. Und dann ist auch wieder ein Cupfinale. Wir haben das schon einmal erlebt. Es war großartig in Wien. Wir würden natürlich gerne nach Klagenfurt fahren. Und wenn es irgendwie geht, werden wir auch da natürlich gerne, würde man dann als Sieger vom Platz gehen. Also wahrscheinlich hat der ÖFB-Cup höhere Priorität im Frühjahr für die Lustenauer Austria als wie die Meisterschaft. Ein mögliches Cupfinale wäre natürlich das Highlight der letzten Jahre. 2011 ist man schon im ÖFB-Cupfinale gestanden. Gegen Ried hat man dann damals 0-2 verloren. Jetzt wahrscheinlich gegen die Bullen aus Salzburg. Das wäre natürlich für den Verein sehr, sehr wichtig. Ja, Salzburg und LASK sind die zwei besten Mannschaften in Österreich. Aber jedes Spiel beginnt bei 0-0. Und da wird die Mannschaft alles geben, wenn sie sich denn dafür qualifiziert. Gibt es jetzt schon den Vorverkauf für das ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen Austria Lustenau und Wacker Innsbruck? Der Ticketverkauf hat schon begonnen, wahrscheinlich jetzt schon Karten sichern, weil es gibt wahrscheinlich viele, viele tausende Besucher werden dann ins Plenary Pure Stadion pilgern. Also es gibt jetzt schon viele Reservierungen, die Karten kommen nächste Woche und werden beim Derby also schon
zu erwerben sein. Und so wie es ausschaut, gibt es da wirklich wieder einmal ein volles Stadion in Lustenau. Zuvor gibt es, wie schon gesagt, das Derby in der Meisterschaft gegen FC Mohrendammen. Mit wie viel Zuschauer rechnet der Bernd Bösch am Freitag um 19.10 Uhr im Plenipio-Stadion? Ja, es waren 6.000 Zuschauer, glaube ich, in Dornbirn. Jetzt ist es natürlich etwas kälter, es gibt kein Sommerfußballfest. Also wir wären mit 4.000 Zuschauern schon sehr zufrieden. Mhm. Vor allem sind wir aber zufrieden, wenn es ein tolles Match gibt. Mhm. Bernd Bösch, es gibt viel zu tun, speziell für das Fünfergremium, wo gewählt wurde bei der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen. Viele Aufgaben auch für Bernd Bösch vor dem Derby. Lizenzierung, Stadion, Bau, Umbau, Südtribüne, wirtschaftliche Situation. Gibt es eigentlich nur Tag- und Nachtarbeit für den Bernd Bösch? Ja, es ist viel Arbeit, aber wir sind ein starkes Team und stehen vor diesen großen Herausforderungen, wie du beschrieben hast. Aber wir sind sehr zuversichtlich und auch kampfkräftig und sind überzeugt, dass wir diese Herausforderungen meistern werden. Das, Bernd Bösch, das danke ich dir für das Kommen hier im Voller-T-Studio live auf Landwehr Online. Drücke natürlich dir und dem Vorstandsteam die Daumen, dass man wirtschaftlich so schnell wie möglich wieder Pluszahlen schreibt. Dass ja, es sportlich, das ist aber ganz überzeugt, dass das gelingt. Dass es sportlich wieder rasant bergauf geht und dass wir, uns am 1. Mai in Klagenfurt treffen. Weil da gibt es sicher Fan-Busfahrt mit vielen Austria-Anhängern. Weil das habe ich gesehen im Glashaus bei der Jahreshauptversammlung. So viele Zuschauer haben sich interessiert für die Grün-Weißen. Das gibt es ja normal im Vorarlberger Fußball gar nicht. Ich glaube, die Austria hat das Potenzial, der stärkste Verein in Vorarlberg zu sein. Wir haben einen riesigen Rückhalt in Vorarlberg und in Lustenau. Und wenn wir dann im Finale wären, dann glaube ich, dass ganz Vorarlberg für Lustenau die Daumen drückt. Und dann wird alles in grün-weiß erstrahlen, weil dann kaufen sie wahrscheinlich auch so ein Leibchen wie ich und sind Austrianer mit Herz und Seele. Da werden ganz viele Grün-Weiße in Klagenfurt sein. Danke, Bernd Bösch. Viel Glück, sportlich, wirtschaftlich. Vielen Dank. Alles Gute. Wir sehen uns am Freitag um 19.10 Uhr beim großen Ländle-Krachen in der zweiten Liga zwischen SC Austria Lustenau und FC Mohrendornbirn. Gibt es vielleicht noch einen Tipp? Ich würde mich sehr über ein Geburtstagsgeschenk unserer Mannschaft freuen. Ich werde da Geburtstag feiern an diesem Abend, hoffentlich mit einem Sieg. Auch wenn es ein knapper sein kann, ich tippe auf 2:1. Doppeltes Geschenk für Bernd Bösch, das wünschen wir dir. Das war's, meine Damen und Herren, Live-Talk mit Bernd Bösch, Vorstandssprecher der SC Austria Lustenau in Schwarzach. Schönen Montag, wir sehen uns am Freitag in Lustenau bei einer tollen Zuschauerkulisse. Den Livestream gibt's natürlich im Anschluss dann auf Vorarlberg Online zum Nachschauen.